Hallo und willkommen zurück. Übernimm endlich die Verantwortung für dein Leben. Darum geht es heute in diesem Video. Und ich entschuldige mich im Vorfeld schon mal dafür, wenn ich in diesem Video etwas ausfallend werde. Und zwar geht es einfach darum, dass es hauptsächlich Menschen gibt, die dann sagen, ja, alle anderen sind schuld, diese Umstände, wenn ich mal dort mehr Glück gehabt hätte, du hattest mehr Glück und so weiter. Und ich sage zu dir, 99%, wenn nicht sogar alle Situationen, alle Ereignisse in deinem Leben unterliegen deiner Verantwortung. Egal, welchen Beruf du hast, was für Beziehungen du hast, also was für ein Umfeld, wie viel Geld du verdienst, wie gesund du bist. Übernimm endlich die Verantwortung für dein Leben. Es ist niemand anders für dich verantwortlich. Wenn du ein erwachsener Mensch bist, dann kannst du dir deine Arbeit aussuchen. Du kannst bestimmen, wie viel Geld du verdienst. Du kannst bestimmen, was deine Gesundheit ausmacht. Du kannst bestimmen, welche Hobbys du hast, wie viel Freizeit und so weiter. Du kannst dir alles erarbeiten. Aber es ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, das geht nicht, weil der steht mir im Weg. Oder ich hatte da nicht so viel Glück. Und Glück im Leben gibt's in manchen Situationen, aber nicht für die Dinge, für die du verantwortlich bist. Da hat Glück überhaupt keine Chance. Weil Verantwortung bedeutet, entweder du tust es oder du lässt es. Entweder du erschaffst etwas, du erreichst etwas oder du bleibst da stehen, wo du bist. Und übernimm einfach die Verantwortung für alles und hör bloß auf, anderen Menschen die Schuld zu geben, weil du nicht hier oder dort bist, weil du noch nicht so schnell vorangekommen bist, wie du eigentlich wolltest. Es liegt alles bei dir. Und ich sage mal, wenn es dann heißt, ja, ich komme nicht aus so guten Kreisen, ich hatte keine reichen Eltern, ganz einfach. Ich komme auch aus einfachen Verhältnissen und wenn du die Möglichkeit hast, dieses Video anzuschauen, ins Internet zu gehen, dann steht dir wirklich alles offen. Dir steht alles offen, weil im Internet hast du so viel Information. Natürlich musst du auch das Sinnvolle rausfiltern, die Wahrheit von den Märchen unterscheiden können, aber das lernt man mit der Zeit. Also wenn du dir das Video angucken kannst, dann kannst du Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du kannst dir einen besseren Job suchen oder dir vielleicht eine Selbstständigkeit aufbauen. Du kannst deine Gesundheit optimieren, du kannst dir Hobbys suchen und so weiter. Du kannst wirklich alles erreichen, aber du musst Verantwortung übernehmen und dafür halt auch das Notwendige tun. Und nur dann funktioniert das auch im Leben. Und hör jetzt auf, anderen wirklich die Schuld zu geben, zu meckern, dich zu beschweren. Diese Situation, in der du jetzt bist und wenn du unzufrieden mit dir bist, da hast du dich selbst hinein navigiert. Definitiv. Ich sage jetzt wirklich mit Absicht, das gilt für erwachsene Menschen, die halt schon seit einiger Zeit selbst die Verantwortung für ihr Leben tragen. Bei Kindern ist das natürlich nochmal was anderes, aber wirklich, erwachsene Menschen, du hast die Verantwortung, du hast die Zukunft in deiner Hand und darum musst du dich kümmern, wenn du wirklich ein besseres Leben haben willst, wenn du wirklich ein schöneres Leben haben willst und kümmere dich einfach darum, übernimm Verantwortung und lass es nicht irgendwie von anderen übernehmen, lass dir nicht von anderen diktieren, was du zu tun hast, lass dir nicht von anderen sagen, was deine Bestimmung ist, was deine gesellschaftliche Rolle ist, brich da aus der Komfortzone und kümmere dich einfach darum, was du wirklich im Leben willst, was du vom Leben erwartest, dafür das Nötige zu tun, die Verantwortung zu übernehmen und dann wird das auch endlich was. Und genau das wollte ich dir einfach heute mal mit diesem kurzen Video sagen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.